Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Es ist kein Bosskampf, aber es ist ein, ja, Zwischenboss. Wie auch immer. Diese Spinne. Ich habe ihn schon mal ein bisschen vorgeschädigt, wenn man so sagen darf. Und die beste Variante, die kleinen Spinnen zu töten, ist einfach dieser Move. Jetzt haben wir wieder spiegelverkehrt alles. Na toll. Komme ich nicht klar, Leute. Auf spiegelverkehrt komme ich nicht klar. Na toll. Oh Gott, da kommen sie einfach nicht, die Spinnen. Die Spinnen. Waren das alle? Komm schon. Das war der letzte Treffer. Und du bist Geschichte. Oh, müssen wir dich auch so besiegen? Dann komm her. Nochmal den Move. Kavutz. Wo ist unser Lohn? Da ist unser Lohn. Oh, Banane. Gut. Nice. Das ist schön. Okay, dann haben wir hier nichts mehr verloren, ne? Wo geht's raus? Hier geht's raus. Ende aus. Mickey Maus. Da können wir jetzt nochmal gucken. Da sind wir doch nicht hergekommen, da sind wir hergekommen. Aber was ist dort? Ich weiß es nicht mehr, und bevor ich irgendwie irgendwas übersehe oder so, gehe ich mal drüben hin. Okay. Auch hier ist zu. Die einzige Möglichkeit, bei Nacht herzukommen, ist also die, die ich jetzt getan habe. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Hier ist rein gar nichts. Hm. Ja, gut, dann gehen wir halt wieder zurück und raus aus dem Ding. Es muss, glaube ich, noch eine Scheune geben. Ich habe da eine größere Scheune in Erinnerung. Das dürfte wohl im letzten Bereich sein, den wir noch nicht erkundet haben, weil das Tor immer zu war. Da werden wir jetzt wohl gleich hinjumpen. Und uns umsehen. Die letzten Bananen einsammeln. Die letzten goldenen Bananen. Obwohl, so viel kann da nicht sein. Werden wir mal sehen. So. Die Scheune haben wir erkundigt. Die andere Scheune da hinten auch. Das ist schön. War das nicht hier sogar? Hier vorne. Aber 100 pro. Aber 1000 pro. Gut, hier waren wir noch nicht. Wessen Bananen sind das? Eindeutig gelbe. Cool. Direkt mal ein Tauschfass hingestellt. So lobe ich mir das. This is the first one und weiter geht's. Der Dicke hat ja bald alle. Ich lasse mich trotzdem nicht davon abbringen, hier mal dahinter zu gucken. Da haben wir eine Melonenkiste. Ein Klappergestell. Ein Kasplat. Und zwar mein Kasplat. Lass die Bongos schwingen. Sehr, sehr schön. Ist hier noch was außer... Nee. Man darf hier auch keinen Banana Porter. Warum sind da oben drauf Münzen? Darf hier auch keinen Banana Porter reinbringen, weil sonst kann man jederzeit hierher. Auch bei Tag. Kann man hier drauf einfach? Aber ist doch dornig, warum ist da... Mal sehen. Au. Aha, Unverwundbarkeit für den Affen. Ach so, na egal. Hier wären wir.
Ich weiß nicht, was du willst. Komm. Öffne das Tor. Gut, 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 gut. Boah, schon wieder so viel Energie abgezogen. Ich will aber da drüber. Okay, komm. Scheißdreck. Wir schnappen uns noch die Melonenkiste, die ich da vorne gesehen habe. Und dann werden wir mit einem Unverwundbarkeitsfass mal da oben drauf jumpen. Kaputt machen! Yeah, 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 yeah. Locker flockig. Ist nur die Frage, wo sollten wir am besten drauf? Da sehe ich auch Tiny. Nee, das ist ein Kristallkubus. Ich dachte, es wären Tinys Münzen. Nee, nee. Auf geht's. Oh, du kannst gar nichts. Siehst aus wie ein dicker, haariger Affe. Och nö, warum hältst du dich denn fest? Das gibt's doch nicht, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Diesmal. So, ich sehe ihn leider nur schwer. Ich glaube übrigens nicht, dass es hier irgendwas absolut Tolles gibt. Das sind Münzen, ja, und weiter. Sonst wohl nicht viel. Die Rechnung geht nicht auf. Okay, gehen wir hier rein. Das dürfte die große Scheune sein, die ich schon vermisst habe. Na gut, zwei Etagen halt. Ist das ein Fragezeichen-Ding? Nö. Sieht ganz gewöhnlich aus. Gehen wir erstmal hier, da ist auch nix. Nix, 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 gar nix. Was ist es überhaupt hier? Da ist eine Treppe. Sehr schön. Eine Leiter. Leiter und Treppe. Gibt schon Unterschiede. Und hier ist was drinne. Gibt es vielleicht irgendwo einen Tauschfass? Oder kann der das nicht? Nee. Ich denke, dass nur ein Junkie das Ding kaputt machen kann. Leider. So. Die sehen immer so verdächtig aus, diese Kisten. Ist aber nichts dran. Ebenfalls für Chunky. Umsonst ist hier nichts. Ernsthaft? Ja, meine Münzen. Na gut, schnappen wir uns die. Im Schweinetrog. Chunky muss die zwei Dinge aufbrechen. Hier erwarte ich auch die letzte Bananenfee dieser Welt. Wo war ein Tauschfass? Na, müssen wir hochlaufen. Der Bereich ist doch nicht so groß. Um ehrlich zu sein, sogar ziemlich klein. Was mich beunruhigt. Hallo? Ich möchte hier rein. Das beunruhigt mich jetzt noch mehr. What the hell? What the hell? Kann nur Donkey da rein, ja? So ein Mist. Aber wie soll er denn die Dinger kaputt machen, oder? Boah. Das muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Ja, also nur Donkey Kong kann da rein. Naja, vielleicht reicht die Stampfattacke ja doch. Andere Möglichkeit gibt's nämlich nicht. Wir benutzen mal das, um durch das Dornenbeet zu gehen. Geh auf, blödes Ding. Toll, also im Inneren habe ich nämlich keinen Tauschfass gesehen. Und ein geheimer Ausgang. So wie bei der anderen großen. Eigentlich auch nicht. Puh.
Das haut natürlich rein. Komm, geh kaputt. Na, wenn es so einfach geht. Das waren alle Bananen für Donkey. Und was jetzt? Ah, okay. Okay. Aber auf Zeit finde ich nicht so okay. Obwohl es direkt in der Mitte, ne? Gut. Was kommt denn diesmal wieder dran? Daneben gesprungen. Da kommt Freude auf. Wir gehen direkt wieder zum Schalter. Zeit. Lauf ab. Yo, wir wissen's. Wir wissen's. Okay, bitte nicht Biber Butzemann. Ah, Schicht im Schacht. Okay. Meide die TNT-Loren. Ist nur eine diesmal. Oh, nee, zwei. Scheiße. Und schon habe ich verloren. Nee, noch nicht. Oh Mann, Beeilung. Jetzt gehen sie nach außen, dann bin ich innen. Jetzt muss ich aber schlau sein, du. Jetzt muss ich aber ganz schnell raus. Ich wollte vorne oben weiter. Ah. Dämlich. Ich wollte doch... Ja, was ich wollte, ist unrelevant. Wir müssen halt irgendwie die Zeit hier rumkriegen. Komm schon. Okay, jetzt gehen wir nach außen. Gott. Nein! Oh, verdammt! Jetzt haben wir uns schon verbaut. Der da kann uns nur erwischen. Und der da auch. Das war mein Fehler. Da hatte ich es mir schon verbaut. Ist eigentlich das Beste, wenn man immer in Bewegung bleibt. Warum beherzige ich meinen eigenen Tipp nicht? Okay. Nur Tempo jetzt. Mit der richtigen Taktik kann hier nichts passieren. Oh, das ist Kante. Jetzt gehen wir nach innen. Oh Mann. Oh Mann, verbaut. Wisst ihr, auf beiden Seiten kam mir jetzt das Ding entgegen. Ach Mann. So eine blöde Stage. Mit zwei Stück ist es schon ganz schön hart. Wir machen mal ein normales Tempo. Und dann können wir das besser im Blick behalten. Die werden jetzt natürlich noch innen ziehen. Ich habe es mir verbaut, der kann mich nur erwischen. Und der auch. Oh Gott! Nee, mit langsam können wir nichts erreichen, du. Damn! Was ein scheiß Zeug hier. Okay, Volltempo. Wir bleiben jetzt mal eine Runde innen. Toll, und damit? Okay, wir sind im Rennen. Gut, 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 gut. Alter. Jetzt haben wir verloren. Oh nein, aber... Geil. Oh nein, der kommt. Ach, shit. Wir haben es diesmal schon weit geschafft. Das war schon gar nicht so dumm. Ich will es in diesem verdammten Part noch schaffen. Hier, bis es kommt, erstmal Zeit lassen. Und dann los. Dann halten wir uns eine Runde innen auf.
Dann dem ausweichen. Aber warum bist du denn nicht auf die Schiene? Sag mal, ich habe nicht diese Schiene gewählt. Ist doch logisch, dass wir vor dem weg müssen. Oh, Mann. Das sieht nicht gut aus, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.